Hallo, liebes Internet. Ich mache mal wieder einen Beitrag, ohne zu schneiden. Morgen wird das ein bisschen anders sein. Ich hatte ja auf meinem Blog bereits angekündigt, dass ich in diesem Jahr regelmäßig oder auch unregelmäßig Bibliotheksgespräche machen möchte zu den unterschiedlichsten Themen, sei es künstliche Intelligenz, netzpolitische Fragen, Datenschutz, Entwicklungen im Marketing, mein Lieblingsthema, Servicekommunikation, wo gehen die Trends hin, mehr zu Apps, mehr zu mobilen Services etc. Und morgen am Freitag, den 13., habe ich den ersten Gast, der meiner Einladung gefolgt ist, den ich morgen Vormittag interviewen werde hier. Es ist Dr. Woland vom Institut für Dynamikrobuste Höchstleistung, bekannt auch als Autor des Buches Denkwerkzeuge der Höchstleister, erschienen im Murmann Verlag. Und mit ihm werde ich unter anderem diskutieren, ob sich die technischen Möglichkeiten, die wir haben, die Firmen einsetzen, schneller entwickeln, als sie seriös beschrieben werden können. Dr. Woland ist der Meinung, dass diese technischen Möglichkeiten zu naiv beschrieben werden und dadurch entstehen teure Umwege, bis es zum wirtschaftlichen Einsatz neuer Techniken kommt. Das ist vielleicht noch etwas nebulös ausgedrückt. Dr. Woland wird uns das sicherlich morgen erklären. Und ich würde mich freuen, wenn noch viele andere Experten meiner Einladung folgen und hier Platz nehmen. Das hier ist mehr oder weniger mal so ein bisschen Tonprobe und Lichtprobe. So optimal ist das, glaube ich, noch nicht mit der Ausleuchtung. Da muss ich mir vielleicht noch einen zweiten Scheinwerfer besorgen, denn in der Bibliothek ist es etwas dunkel. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder, denn das Interview wird natürlich zwar jetzt nicht live übertragen, aber mehr oder weniger so geschnitten, als ob es live übertragen wurde. Und natürlich auch morgen direkt bei YouTube oder bei WordPress direkt gebracht. Also dann, bis morgen. Tschüss. Ich schneide nicht.